So, hallo liebe Interkroner, ganz kurz erklärt, was passiert eigentlich gerade. Wir sehen Kurse auf Blockfolio 5 Cent, im Backoffice hat der Kurs trotzdem immer noch 42 Cent. Die Leute in unserer Telegram-Gruppe wissen es schon, wir haben den Kurs eingefroren, gilt auch für alle unsere Händler, weil wir haben derzeit eine Situation auf dem Markt, das heißt, wir folgende Situation. Wir nehmen derzeit Euro ein, tauschen diese in Interkron. Bis jetzt gab es ja immer nur Interkron gegen Bitcoin Trading. War eigentlich eine klare Sache. Wir haben die Euro eingenommen, haben die gegen Bitcoin getauscht, haben sie an die Börse geschickt und dort wieder Interkron zurückgekauft. So war jetzt dieses Rad. Jetzt haben wir aber vor einem Monat angefangen, Interkron über unser Backoffice in Euro auszutauschen und, oder vor zwei, nein, einem Monat war das jetzt, und seit 1.9. haben wir dann angefangen, noch die Händleranbindungen zu machen, die jetzt auch schon genutzt werden. Das heißt, die Leute gehen mit ihren Staking-Ergebnissen zu den angebundenen Händlern und können dort Interkron gegen Waren eintauschen und der Händler bekommt Euro auf sein Konto. So, und jetzt ist es halt so, dass wir Euro gegen Interkron tauschen, aber einen Börsenkurs haben. Und wir sind ja in dem Kryptomarkt noch gar nicht drinnen. Das heißt, es gibt ja, wir haben ein ganz geringes Handelsvolumen und dieses Handelsvolumen kommt ja nur zustande, weil Leute mit Kryptos traden. Das heißt, wir haben jetzt Einnahmen in Euro, die wir in Interkron umwandeln, aber wir haben keine Einnahmen in Bitcoin, die wir in Interkron umwandeln. Und jetzt haben wir halt einen Markt, den wir so eigentlich nicht mehr widerspiegeln können, weil wir sollten jetzt, wir müssten jetzt eigentlich zuerst alle Interkron in Euro, also alle Euros in Bitcoin tauschen. Und dann ist es ja so, damit wir nicht dann beim Bit mit dem Bitcoin bezahlen, weil dann wäre es ja wieder egal, sondern wir wollen ja den Interkron als Währung etablieren. Und der Interkron soll ja bei den Händlern als Akzeptanz genutzt werden. Deswegen mussten wir diesen Cut jetzt vornehmen. Das heißt, wenn du beim Händler mit Interkron bezahlst, bezahlst du das mit 42 Cent. Was der Börsenkurs jetzt aktuell ist, das ist der Börsenkurs. Das ist für jeden, der jetzt hier tauschen möchte, der kann an die Börse das gegen Bitcoin tauschen. Für alle, die unsere Vision, wir haben nie was anderes behauptet, wir haben nie gesagt, dass wir jetzt irgendwas aufbauen wollen, sondern wir haben gesagt, wir wollen Bezahlfunktion aufbauen. Und diese Bezahlfunktion müssen wir halt so wiedergeben, wie der aktuelle Markt jetzt derzeit ist. Und der aktuelle Markt ist Euro, Interkron. Interkron, Euro. Und eben nicht das Bitcoin, Interkron, Traden an der Börse. Deswegen haben wir heute oder gestern uns schon entschieden, hier einen klaren Schritt zu machen, weil es bringt jetzt nichts hier, zwei Märkte zu unterstützen, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Kunden in den Bitcoin gehen und den Bitcoin dann als Bezahlfunktion nehmen, sondern wir wollen ja, dass unsere Kunden den Interkron als Bezahlfunktion nehmen können. Deswegen fixer Preis 42 Cent an der Börse, aber ich sehe es auch als Riesenchance, weil derzeit kann man jetzt für 5, 10, 30 Cent an der Börse Interkron jetzt kaufen und ab Montag haben die Geschäfte wieder geöffnet. Wir binden ja jetzt jeden Tag eine neue Akzeptanzstelle an und ja, für alle, die jetzt, es ist im Prinzip wieder genauso wie im ICO. Im ICO haben Leute für 10 Cent Interkron gekauft und die geben ja jetzt schon ihre Staking-Ergebnisse bei den Händlern aus und jetzt ist halt wieder genau dasselbe. Die Leute kaufen an der Börse für 10 Cent Interkron, für 15 Cent Interkron und können dann in den nächsten Wochen wieder mit Interkron bezahlen, halt mit dem dreifachen Preis. Also noch ein besseres Geschäft kann man fast nicht machen. Und ich denke, daraus wird sich auch wieder resultieren, dass der Börsenkurs in die Höhe geht. Wenn nicht, wir werden uns auf alle Fälle, also diesen 40 Cent Kurs, den werden wir jetzt so halten, weil der entspricht dem realen Markt, was wir in Euro reinbekommen und was in Euro wieder rein, wieder rausgeht. Und ja, ist halt jetzt eine gute Gelegenheit, an der Börse günstig wieder zu Coins zu kaufen, die ich später wieder in das Netzwerk geben kann. Ja, in diesem Sinne, so schaut es aus, deswegen ist das jetzt zustande gekommen. Wenn natürlich der Kurs an der Börse wieder diesen 40 Cent Wert übersteigt, wird auch der Euro Wert dadurch wieder angeglichen. Wir werden aber jetzt in Zukunft Tagespreise einführen, einfach um auch diese Marktschwankungen auf dem Kryptomarkt dadurch abzufedern. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr vom Bitcoin abhängig, wir sind jetzt nicht mehr vom kompletten Kryptomarkt abhängig, wenn der nach oben, nach unten geht. Bitcoin fällt um 1000 Euro wieder. Unser Interkron ist ja damals auch einfach wieder mitgefallen, obwohl eigentlich der Satoshi-Wert gleich war. Das hat ab jetzt ein Ende. Wir haben einen fixen Tageskurs jetzt und erst, wenn sich das Ganze so etabliert hat, damit wir auch
Intergrund Euro Trading jetzt umsetzen können, dass das wirklich eins zu eins den Markt widerspiegelt, dann werden wir uns auch wieder überlegen, wie wir das am besten umsetzen können. Jetzt ist es auf alle Fälle das Beste für unsere Händler, dass wir das genau in diesem Sinne so machen, dass wir einen fixen Euro-Intergrundkurs, der auch real da ist. Und was jetzt die Leute mit Bitcoin und Intergrund machen, das spielt sich eben an der Börse ab. Ja, in diesem Sinne, keep cool bei Intergrund.